Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Wieso kann ich den anderen Hänger jetzt hier nicht abkippen? Du musst ein bisschen. Oder die Abkipprichtung ist. Ah, wo stelle ich hier wieder ein? Oder ich muss auf den wechseln, ne? Glaube ich. Ja. Ah, alles klar. So, dann sind wir ja kohletechnisch, sieht schon mal ganz gut aus wieder. Irgendwie resettet sich die. Wahrscheinlich durchs Neuladen oder so. Jo. Aber die Abkick-Richtung war es jetzt nicht. Ich musste einfach bloß drauf wechseln auf den Hänger. Wir haben ein GPS bekommen. Was haben wir bekommen? 1,5 GPS an Geld. Ach so. Oh. Ja. Ja gut, dann können wir ja jetzt den grünen Traktor damit auch noch ausrüsten. Und ich werde dann mit dem grünen Traktor losfahren und dem vorderen Hänger. Ich stelle jetzt bloß den hinteren Hänger hin quasi. Also den werde ich jetzt umrüsten, den Hänger, dass er ja quasi Pritsche ist. Und dann werde ich mit Gabelstapler und allem losfahren und werde nochmal eine Saatpalette holen. Ich werde eine Dings holen. Ja. Ein Dünger und ein Pflanzenschutz. Damit wir dann nochmal alles da haben auf dem Hof und dann können wir dann langsam sicher loslegen. Du kannst ja dann in der Zwischenzeit schon anfangen, wenn du willst, mit dem Roten einmal spritzen, Pflanzenschutz, wenn noch da ist. Das kannst du dann auch vermessen, den Kurs. Hoppala. Pflanzenschutz ist das aus. Blaue. Achso, das musst du auch mal gucken, ob wir kalken müssen, genau. Gut. Also, bring doch mal auf dem Feld raus und guck dann einfach auf dem Feld, ob da irgendwas steht, benötigt Kalk. Ja, ich hab in der Ansicht Warte. Hier? Escape, die Offenheit. Wachstum Boden beschaffen. Ja, das sind so ein paar Stellen, die wir beim letzten Mal nicht richtig getroffen haben mit dem Kalk, würde ich sagen. Sollte beim nächsten Mal. Ja. Also, das heißt, dann müssen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ja. Kalken, ja. Also dann kannst du denn ja quasi mit dem roten Traktor dann losziehen. Und kannst schon mal so viel wie Düngemittel noch da ist, düngen. Ich glaube mal, du musst das Pflanzenschutzmittel aber rausmachen aus der Spritze. Okay. Also wenn du mit Mähen fertig bist. In der Zwischenzeit hole ich dann. Weil ich glaube, Pflanzenschutzmittel ist noch drin. Ja, dann haben wir das nämlich auch schon durch, dann haben wir nämlich schon einmal dann gedüngt, dann machen wir unsere Dreschgrubber-Aktion dort, schön zu zweit mit GPS, oh, da freue ich mich schon drauf. Und dann, ja, Pferde noch ausreiten für heute. Ja, fehlen dann nur noch zwei. Dann müssen wir noch mal Ställe putzen, Hühnerstall, Dienststall, ne? Hier fehlen dann nach dem... Hier fehlen noch, ja, kann sein. Was ich lustig gefunden hätte, wäre, wenn man am Pferd quasi die Hub-Taste drücken könnte und das wird dann wiehern würde. Als wenn ein Pferd auf Befehl wiehert. Weil so ein Pferd ja einen Knopf hinten hat zum Wiehern, oder wie? Ja. Mhm. Wann wiehert's denn? Wenn du mit dem ganzen Arm reinsteckst, oder? Also bitte. Ich hätte gemeint, hinten einmal am Schweif ziehen. Ja, dann springst du mit den Hinterläufen hoch und dann hast du ein schönes neues Muster im Gesicht. Ja. Hast du John Wick schon gesehen? Nein. Okay, dann erzähl das jetzt nicht weiter. Prüfungswoche ist halt dann doch dazwischen gekommen. Und an dem Tag, wo ich Zeit hatte, wollte keiner mit mir gehen. Na, das ist ja schade, dass keiner mit dir gehen will. Ja. Nicht mal deine Ablenkung? Nein, du hattest keine Zeit. Fragst du mal nochmal, ob es immer noch keine Zeit hat. Thompson hat mal wieder Fotos sortiert. Ja, das macht er gerne.
Noch ein Stück? Ja. Passt. Und das soll ich dann oben reinführen. Kannst du dir aussuchen. Du kannst auch den Rest, der oben noch drin ist, mit rausholen und kannst du noch verkaufen fahren. Das ist mir dann gleich, muss ich sagen. Weil wir haben das Raps, das was wir zurückgelegt haben, natürlich für den Moment zurückgelegt, falls wir mal irgendwann Schweine uns anschaffen. Und... Ja, ein bisschen Backup kann auch nicht schaden. Ja, Gott, wir haben auch eine komplette Ladung mit beiden Hängern voll mit Weizen da oben drin liegen. Also die können wir theoretisch auch einmal noch verkaufen, wenn es dann irgendwie nötig ist, dass wir unbedingt Geld brauchen. Ja, Pferde haben wir auch noch. Ja. Also ich sag mal so, finanziell stehen wir nicht schlechter. So, dann werde ich jetzt den Anhänger hier umrüsten. Dass der keine Seitenwände mehr hat. Und dann hole ich erstmal nochmal... Dieser Werkzeugkasten... Gold wert. Naja, gut. Ich wäre sowieso am Shop gewesen, also ich kann es auch am Shop machen, also ist nicht... Naja, aber ich meine, zum Umrüsten ist schon... Weil... Der Tether ist viel interessanter. Ja. Sowas halt nicht standardmäßig. Das weiß ich auch nicht, warum das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, da rege ich mich bei jeder LS-Version rege ich mich darüber auf. Wie bei jeder Version? Meinst du, wenn jetzt ein nächster Patch kommt, dann ist es immer noch drin? Nein, beim 17er habe ich mich auch schon drin. Ja? Ja. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Na, da habe ich auch immer fluchen müssen, wenn ich alles abmontiere. Okay. Es ist einfach idiotisch. Hm. Hey, ich würde gern warten, mein Gerät. Hey, du musst dafür alles abhängen. Ja, nu. Das ist in der Werkstatt wahrscheinlich nicht anders. Aber nicht, wenn du Reifen aufpumpst. Ja nun. So Kleinigkeit. Also. Ja gut, aber den Hänger, den musst du schon abhängen dann, ne? Wenn du jetzt die Reifen wechselst oder so. Aufpumpen. Achso. Na gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ganze Zeit das gleiche Lied im Hintergrund läuft, aber es ist so lang. Ich muss ehrlich sagen, also so den Fendin fahre ich schon gerne, muss ich sagen. Also der ist schon von der Geschwindigkeit her zu diesem Hohlsachen und so sehr echt gut. Sehr gut gemacht. Sehr schön. So. Kann ich ausschalten? Wollte man nicht den Straßenverkehr schneller machen? Du hast gesagt, wir benötigen die nicht. Nein, brauchen wir nicht. Ich kann die einfach überholen. Kann sie einfach auf die Seite schieben. Das geht leider nicht. Die Autos sind Beton, also die kriegst du nicht bewegt. Ich wollte sie ja mal mit dem Gabelstapler hochstapeln, aber das geht nicht. Pass! Ja, kriegst du nicht hoch. Das Auto ist zu schwer, das kannst du nicht anheben. Aber es ist ja eine der großen Neuerungen im 19er, dass du jetzt auch Straßenverkehr im Multiplayer hast. Ja. Gab's ja früher nicht. Weiß nicht, ob der so nötig ist. Ja gut, sieht ein bisschen lebendig aus, die Welt halt, ne? Finde ich den zu blau als den... Naja. Der geht mir eher auf den Keks. So, dann wollen wir mal hier den Anhänger hinstellen. So. Dann drücken wir mal die P wie Paula-Taste und dann gehen wir jetzt mal ganz kurz hier hin und dann können wir nämlich zeigen, es gibt nämlich jetzt neu bei den Paletten, das ist die Saatgutpalette. Vom Preis her nimmt sie es nichts, das kostet, die Tonne Saatgut kostet genauso viel wie beim anderen. Oder der Liter, das kann man sich ausrechnen. Hier hat man 2100 Liter, kostet 1990. 1000 Liter kosten sonst 900. Ja. So, wenn man jetzt 1000 mal 1, also mal 2,1 nimmt, dann kommt man genau dahin. Das heißt, es wird nicht billiger für uns, aber es ist halt mehr in einer Palette drin. Und das ist ja auch schön.
So, dann kaufen wir einmal noch Pflanzenschutzmittel. Details kaufen, ja, okay, zurück. Und einen Düngetank kaufen, ja, okay, zurück. So, brauchen wir noch irgendwas von hier vom Shop, irgendein Material, was du jetzt unbedingt brauchst? Nee, ne? Mir fällt nichts. Das ist sehr schön, dass dir nichts einfällt. Neue Fahrzeuge? Das kommt später. Ja, das, wenn du irgendwas kaufst im Shop, heißt es immer neue Fahrzeuge. Interessant, dass es genau 10.000 Euro sind, ne? Ja. Aber egal. War gerade verwirrt. Ja, neue Fahrzeuge kaufen wir später. Ja, eben. Und du hast gerade von Dünger geredet und dann steht neue Fahrzeuge da. Meine Güte. Buchhaltung halt, mein Gott. Dann muss man alles ein bisschen umdeklarieren. Neue Fahrzeuge kommen von der Steuer absetzen, Dünger nicht. So, Abkehrseite. Ich hatte heute auf der Uni eine sehr schöne Erfahrung mit meinem Handy. Ich habe ein Update gemacht und auf einmal hat es mein Entsperrmuster nicht mehr angenommen. Nach dem Update. Das war gar nicht schön. Was machst du dann? Was? Wie, was mache ich dann? Ja, du kannst nichts machen. Außer Handy theoretisch zurücksetzen. Aber da ich ja mein Handy quasi geunlockt habe, konnte ich mich mit dem Computer reinhängen, eine Datei entfernen und damit war das eine Datenbank eigentlich und damit war das Sperrmuster weg. Das heißt, wenn jemand dein Handy findet, kann er jederzeit, wenn es am Computer hängt, dein Sperrmuster. Ich muss es vorher noch entschlüsseln. Dein anderes Muster. Die Festplatte ist nochmal, also die Festplatte, der Speicher ist nochmal verschlüsselt. Okay. Aber wenn er ihn schafft zu entschlüsseln, dann schon. Okay. Ja gut, auf dem Handy sind jetzt nicht so wichtige Daten, glaube ich. Ja, und die Apps quasi kritisch sein können. Aber verschlüsselt. Apple. So, Pflanzenschutz brauchen. Weiß nicht, wie viel Düngemittel da noch drin ist in dem Fass. Ich glaube, es wird nicht ganz so weit reichen. Wie entlade ich? Steuerung I. I. Ich hab schon wieder das Pflanzenschutz. Ja. Dann machst du da wohl was falsch, würde ich sagen. Ja. Weiß ich. Bin ich ein bisschen zu nah an der Wand gestanden. Von denen auch ausgeladen hab. Ich fange gar nicht mal an zum Düngen. Okay? Flüssigdünger 42. Ich stelle nur mal den Link. Okay. Das ist wirklich wenig, ja. Gut, dass ich jetzt gleich mit dem großen Fass komme hier. Oh. Dann fahren wir die Feldspritze mal aus. Gehen schon mal ins. Mach. Hey.
Uiuiuiuiui. So. Naja, das hat gerade ein bisschen sehr. Hat bisschen doch niemals 5. Das sind doch mehr als 5. Ausgeklappt musste das Ding. Hab ich. Falsche Automat. Das Ding hat 21 Meter. 21. Bei mir hat das funktioniert. Also wo ich es ausgeklappt habe, konnte ich dann 21 Meter einstellen dort. Oder beziehungsweise hat er auf Auto das gefunden, 21 Meter. Das heißt, ich soll es auf 21 10 cm. Ja, so ein bisschen, ne? 20,9. Okay. So, jetzt speichern wir das als 9 ab. Dann. Weil ich wollte nicht die vorherige Spur überspringen. Du kannst das ja mit. Du kannst ja mit beiden Feldern gleich machen, ne? Erstmal. Ja. So, ich bin auf dem Rückweg jetzt. So, ich habe Material auf dem Hänger. So. Setzen wieder Punkt A. Jetzt. Ah. So. Alles verladen, ist ja schick. So. Wie viel Raps hast du jetzt nochmal rausgeholt gehabt? Ich hab's raufgeführt. Ich frag nach wie viel. Ja, ich hab's ehrlich gesagt nicht geschaut. Warum guckst du noch sowas nicht? Das sind wichtige Informationen. Punkt will ich. Wie, der Punkt würde ich nicht setzen lassen. Ich habe das an dem Teil komplett ausgeschaltet, ne? Vielleicht musst du das mal wieder einschalten. Habe ich schon eingeschalten. Ja? Muckt rum? Klingt ja nicht sehr vertrauenserweckend. Jetzt ging es. Ich habe einmal aus dem Traktor aus und wieder einsteigen müssen. Oh. Na dann. Wunderbar. Da hätte mich fast auf die Seite gelegt hier. Da hätte es mich fast auf die Seite gelegt. Das glaubt man ja nicht. Sitzen. Doch, muss auch mal sein. Ich finde schon, das Foto kann man noch mal kurz anhalten. Ich an. Fahren wir Feld. Okay. Soll ich das Feld 2 auf der. Auf welcher Seite soll ich das beginnen? Auch auf der rechten? Nö, kannst du ruhig hier machen. Bleib mal kurz da hinten stehen. Was machst du jetzt da? Upsala, Entschuldigung. Oh, mein Mikrofon bewegt sich automatisch. Einmal gegen das Fahrmannsteck vor. Guck mal, ob du R drücken kannst, ob er auflädt. Jo. Achte. Okay. Speichern wir. Fällt. Ist voll? Ja. Das ist doch ein schöner Servicehänger, hä? Ja.
L2, 20,9. Soll ich mein Mikrofon einmal kurz geboxt, sonst sich das ein bisschen in meine Richtung bewegt, hier vom Arm her. Schwierig, sag ich mal. So. Ah. So, dann hängen wir den mal ab hier. Setzen. Bisschen zu nah dran abgesetzt, glaube ich, aber egal. Schaut gut. Müssen wir mal ein bisschen rumrühren hier mit der Lenkung. Sehr schön. Ich an. Okay. Wir sind gesetzt. Heißt, wir können in der nächsten Folge düngen. Na, du kannst ja schon düngen. Du kannst ja schon mal anfangen. Ich werde jetzt hier erstmal den Dünger abladen. So, aber hast du nicht auf die Uhr geschaut? Ja, trotzdem sage ich erstmal, dass du das kannst. Auf die Uhr habe ich geschaut. Dazu muss ich jetzt was sagen, sagst du, ja? Ja. Gut. Dann war das eine Folge LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war der Chaos. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Ciao.